wir vielleicht noch ein bisschen schneller fahren? Würde ich gerne, aber das ist England hier und nicht die Autobahn. Früher musste man sogar noch auf der linken Seite fahren. Was? Wieso? Hier. Gibraltar ist britisches Hoheitsgebiet auf spanischem Boden. Oh, God save the Queen. Keep calm and carry on. Bitte. Na gut. Sicher. Ich bin ja auch nur 4 Stunden und 14 Minuten zu spät. Könnte es nicht sein, dass ihr James ist? John, er ist John. Okay. Könnte es nicht sein, dass es sich ihr John einfach anders überlegt hat? Ja, klar. Na klar kann das sein. Es war eh eine total bescheuerte Idee. Ich meine, wer trifft sich denn bitte ein halbes Jahr später um 12 Uhr mittags an einem Leuchtturm, weil er sich im Duty-Free-Shop nett unterhalten hat? Und ich habe nichts. Keinen Namen, keine Handynummer, keine E-Mails, nichts. Mhm. Aber dass ich es richtig verstehe, ne? Die Sache mit dem keinen Kontakt, das war Ihre Idee. Ja, wie naiv ist das denn? Nein, gar nicht. Sie haben sich drauf verlassen, dass das klappt. Hat's aber nicht. Oh Mann, ey, ich bin 39, keine 19 mehr. Ich komme aus Leipzig. Und da gibt's keine Liebe auf den ersten Blick? Weiß ich nicht. Ich meine, nur Liebe passiert nicht einfach so zwischen zwei Flugsteigen. Da hatte ich schon ganz andere Verabredung. Ja? Ich werde mich hüten, Ihnen von meinen Liebesabenteuern zu erzählen. Schade. Danke, dass Sie mich so schnell hergefahren haben. Und das da ist jetzt wirklich Afrika. Mhm. 14,7 Kilometer. Da hinten von Tarifa kann man direkt mit der Fähre rüberfahren nach Marokko. Aber ich muss Sie warnen, es könnte sein, dass die Passkontrolle länger dauert als die gesamte Überfahrt. Da in Tangier bist du plötzlich in einer ganz anderen Welt. Übrigens, die Ibrahim al-Ibrahim-Moschee, die kann man nachts von da hinten sehen. Schön. Aber ich habe es mir irgendwie romantischer vorgestellt. Vielleicht kommt er ja doch noch. Naja, vielleicht hatte sein Flug ja auch Verspätung. Ich meine, es ist eine ganz schön lange Reise von Neuseeland hierher. Oder ihm ist was passiert. Vielleicht hat er einen Unfall und er sitzt jetzt im Rollstuhl. Oder er ist verstorben. Oder verheiratet. Oder das. Ja, wer weiß. Ich fahre Sie zurück nach Sevilla. Zum Flughafen? Wenn Sie wollen, ja. Nein, mein Rückflug ist ja schon gebucht und bezahlt. Nein, nein, nein. Ich kann jetzt 5 Tage lang machen, was ich will. Exaktamente. Sie? Fahren Sie wieder nach Sevilla zurück? Nö, ich fahre jetzt nach Cádiz. La ciudad de la luz. Die Stadt des Lichts. Licht ist mein Metier. Eine Stunde die Küste hoch. Okay. Was würde mich das kosten? Nada. Ich muss da eh hin. Vamos. Hallo? Hallo? Flora, ich heiße Flora. Pia. Dein Vater hat geschrieben.
wollte eine Abkürzung nehmen. Oh. Aber das war wohl nichts. So, muss noch ein bisschen abkühlen. Oh Mann, und ich habe so einen Hunger. Ich habe den ganzen Tag vor lauter Aufregung nichts gegessen. Bien, denn eine spanische Hochzeit verlässt du weder hungrig noch nüchtern. Hochzeit? Mhm, ich bin auf eine Hochzeit eingeladen. Ach so, dann, naja, sobald wir hier wegkommen, setzt du mich einfach irgendwo in Cadiz ab und ich besorge mir ein Hotel. Du willst mich nicht tanzen sehen? Tanzen? Ja, Flamenco. Ah, ach so. Nein, ich bin ja gar nicht eingeladen. No problema. Das Brautpaar Carmelita und Salvador hat sich nämlich in meinem Flamenco-Kurs in Sevilla kennengelernt. Schön. Mhm. Oh Mann, ich mochte diesen John so gerne. Dann setz dich doch einfach über eure Verabredung hinweg und such ihn im Internet. Klar, es gibt ja auch nur diesen einen John in ganz Neuseeland. Weißt du, es war einfach diese romantische Idee, dass wir füreinander bestimmt sind. Hier ohne das, ohne Internet, ohne Likes, ohne projizierte Erwartungen, denen man sowieso nicht gerecht werden kann. Einfach so wie früher, altmodisch, altersgemäß, abenteuerlich und... analog. Ja, ein schüchternes Kennenlernen. Tastende Annäherungsversuche. Mit kribbelnder Langzeitwirkung. Die Einsamkeit weicht. Es ist Platz in deinem Herzen. Du bist zu zweit in der Welt. Ganz schön anspruchsvoll, hm? Was bleibt uns anderes übrig? Vamos! Stadt Europas. Mit den meisten Sonnenstunden im Jahr. Sehr schön. Und der höchsten Arbeitslosenquote in Spanien. Oh. Hier gegenüber, das ist dein Hotel. Super, dann kann ich mich noch schnell umziehen. Casa ist zu casa. Habt ihr Garcia gesehen? Der hat doch abgesagt. Wie? Er wollte sich bei dir melden? Hat er aber nicht. Seine Tochter muss im Krankenhaus, Blinddarm. Oh, alles okay mit dir? Sí, sí, todo bien. Oh, was mache ich denn jetzt? Ich brauche einen Tanzpartner. Nee, es wird ja nicht so schwierig sein, einen Flamenco-Tanzen in Spanien zu finden. Ich würde auch einen Holländer nehmen. Hauptsache Temperament und Passion. Wie wär's mit Diego? Sí, buena idea. Mhm. Der ist hier? Aber ja, und ich habe ihn auch schon gefragt. Oh, ich habe einen sehr schlauen Mann geheiratet. Diesmal. Naja, der andere war reicher. Und schöner. Chin, chin. Könnte klappen mit Diego. Wo ist er denn? Da, wo unser Kommissario nicht ist. Haben die wieder Stress miteinander? Wie immer. Vamos. Hast du Flora da schon noch mal tanzen sehen? Nein, wir haben uns ja heute erst kennengelernt. Ja, stimmt, ich rede locura. Vielen Dank nochmal, dass ich hier sein darf. Und felicidades. Gracias. Aufregender Tag heute für euch. Ja, und lange nicht vorbei. Eine spanische Hochzeit fängt spät an und hört noch später auf. Nein. Oder bist du verheiratet? Was? Nee, sehe ich so aus? Ja. Danke. No, no, die muss runterfallen beim Tanzen, damit er sie finden kann. Wer? Wer? Dein zukünftiger Bräutigam. Los? Oh. Scheiße, das tut mir leid. Wie soll ich mit dieser Camisa tanzen? Diego. Sí, Diego María Navarro. María? Sí, María. Wir haben ein Problem.
Nein, ich bin nicht Maria. Ich bin Pia Beck aus Leipzig. Ich war nur verwundert, weil ich kenne nur einen Mann, der Maria im Namen hat, aber der... Eigentlich heißt er René Karl Wilhelm Johann Josef Maria Rilke. 4 Semester deutsche Literatur. Aber das ist ein anderes Dilemma. Das aktuelle Pia aus Leipzig ist der Zustand meiner Camisa. Ja, aber das kriege ich wieder hin. Hier. Seid das Wasser, föhn, das ist in ein paar Minuten wieder tipptopp. Reparado schon mal. Ui. Caramba. Naja, sieht nach Blut und Leidenschaft aus. Ich bin vielleicht kein begnadeter Flamenco-Tänzer, aber ich sollte mindestens wie einer aussehen. Señorita, por favor. Grandioso. Gracias. Muchas gracias. Du überraschst mich. Das tue ich doch immer. Me encantó el baile. Gracias. Er tanzt wie ein Liebespaar. Das ist die Seele des Flamenco. Diese Spannung zwischen Nähe und Distanz. Wie eine Beziehung. Oder eine Illusion. Kommt ja ganz auf den Partner an. Takes two to tango. Wobei ja der Tango nur eine Variante des Flamenco ist. Ich kann das eine nicht vom anderen unterscheiden. Ich bin mir sicher, Diego wird dir gerne dabei helfen. Darf ich bitten? Nee, das würde in meiner Blamage und deiner Enttäuschung enden. Hast du nicht noch etwas gut zu machen? Wieso? Sieht doch toll aus. Naja. Okay. Was kann ich tun, außer tanzen? Vamos. Ese gritalito roto, yo sentí como crujía. Antes de caerse al suelo, yo sabía que se rompía. Está parpadeando la luz del descansillo. Una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo. Malamente. Sí, sí. Malamente. Mira. Malamente. Pa' que toma. Malamente. Y yo. Malamente. Espera. Hola, guapas. Hola, Diego, ¿qué tal? ¿Están listas? Hola, Eva. Vamos a abrir tu puerta.
10 minutos me demoro más o menos, ¿ok? Entren, no le abran la puerta a nadie. Okay. Yo les doy la llave, ¿ok? Como 10 minutos. Les paso las llaves. Venga. Alles okay? Ja. Das machst du nicht zum ersten Mal. Auch nicht zum letzten Mal. Na los. Mach's aus. Aus? Sie. Dann ist es. Oscuro. Dunkel. Sie. Gracias. Ist das eine Freundin von dir? Ja, es sind amigos. Ich helfe denen. Mitten in der Nacht, während einer Hochzeit im Dunkeln. Das ist die beste Zeit dafür. Geh gucken, ob jemand kommt. Ich soll dir Schmiere stehen, ne? Okay. Psst. Mann mit zwei Hunden. Sí, sí. No hay problema. Hola. Buenas. Ich bin gleich fertig. Ich glaube. Sí, 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 sí. Ich bin gleich fertig. Es ist ein Polizeiauto. Was denn? Ist das ein Problem? Noch nicht. Darf ich dich küssen? Jetzt? Bevor es zu spät ist. Mm. Das hat nicht funktioniert. Das kann ich verstehen. Hm. Ole! Eso está mejor. Ese sí que es un buen beso. Para, para! Último Navarro. Sí, sí. Jetzt haben wir ein Problem. Allerdings. ¡Alto! ¡Alto! ¡Muévete, muévete! ¡Sigue, sigue, sigue! 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 Zu verwickeln. Du wolltest dich revanchieren. Ja, aber ich wollte nicht im Knast landen. Bist du auch nicht. Oh, der Sch. Wir sind auf der Flucht. Wir werden von der Polizei gejagt. Ich bin aus Leipzig, Mensch. Ich war noch nie auf der Flucht. Ich bin noch nie von der Polizei gejagt worden. Nie so richtig geküsst worden. Ich hab dich geküsst. Ich hab dich zuerst geküsst. Du hast um Erlaubnis gefragt. Ich war höflich. Als nächstes bittest du mich höflich, an einem Banküberfall teilzunehmen, Psst. Oder was? Hilber, psst. Alto! Alto! Wie? Nada, nada, que no están. Hostia, mierda. Han desaparecido, tío. Warum machst du denn sowas überhaupt mitten in der Nacht? Irgendwelche Schlösser austauschen? Soll das irgendwie ein Streich sein oder ein Witz? Ein Witz? Es ist kein Witz. Ich will helfen. Okay, dann
Erklär's mir, als käme ich von einem anderen Planeten. Kommst du doch. Hä? Aus Leipzig. Ich versuche nur Zeit zu gewinnen, um die Zwangsräumung zu verhindern. Damit diese Mutter mit ihren Kindern nicht morgen auf der Straße sitzt. Die Situation in Spanien ist ja traurig. Es gibt fast keine Wohnungen. Und wenn man eine findet, ist sie unbezahlbar. Die Arbeitslosigkeit, vor allem hier in Cádiz und besonders unter den Jugendlichen. Es ist nicht fair. Jemand muss was unternehmen. Naja, aber ich meine, mit deinen Aktionen zögerst du die Zwangsräumungen hinaus, aber du kannst sie ja nicht verhindern und du machst dich strafbar. Eben nicht. Das spanische Gesetz sagt, dass jeder das Recht hat auf eine Wohnung. Es gibt Menschen, die können sich nicht wehren und ohne ein Dach über den Kopf fehlt ihnen doch jede Chance an Calidad de Vida. Wie sagt ihr das? Lebensqualität? Ja, Lebensqualität, sí. Die Ironie ist sogar, la Policía Municipal ist betroffen. Die Schwester von Kommissario Raimundo Hernández da, der auch noch Bürgermeister werden will, wurde mit der ganzen Familie auf die Straße geworfen. Ja, aber als Polizeichef, ich meine, da ist sein Job, für Recht und Ordnung zu sorgen. Für Gerechtigkeit. Er muss für Gerechtigkeit sorgen. Er kann doch nicht auf der falschen Seite stehen, wenn sein Herz für die Richtige schlägt. Natürlich nicht. Als Touristin weiß ich gar nichts über das aktuelle Spanien. Ich meine, Spanien ist für mich Sommer, Sonne, Urlaub, Tapas, Rioja, Ronaldo. Also nicht, dass ich mich mit Fußball auskenne. Er ist Portugiese. Und er spielt jetzt in Italien. Siehst du? Aber El Greco, Sorolla, Goyan, Velázquez, Dalí, das sind Spanier gewesen. Ist das, was dich interessiert? Die Kunst? Das Licht. Und wie man es einfängt und wiedergibt im zwei- und im dreidimensionalen Raum. Aber es sollte nicht sein. Und du? Warst du schon immer Aktivist? Ich habe mal geglaubt, man könnte mit Theater etwas bewirken. Aber da hat mir das reale, soziale Engagement gefehlt. Ich habe auch eine Ausbildung als Tischler, nie gearbeitet. Alles sehr lange her. Haben wir nicht noch was zu erledigen? Ich bin ganz beseelt vom Geiste meiner Eltern. Die haben nämlich nach dem Mauerfall in Dresden und Leipzig etliche Hausbesetzungen angezettelt. Und wie das so ist bei Hausbesetzungen, da steckt natürlich der Hausbesitzer mit der Stadtverwaltung unter einer Decke. Und die drehen den Leuten als erstes die Stromversorgung ab und damit auch das Licht. Jedenfalls sind meine Eltern so auf den Geschmack gekommen. Licht. Und ein paar Jahre später haben Sie denn Ihr Lampenimperium eröffnet? Gracias, Diego. Buenas noches. Buenas noches. Mit Licht und Liebe durchs Leben, das hat meine Mama immer gesagt. Oh, ich muss meinen Papa noch zurückrufen. Richtig so? Besser. Thank you.
du Frühaufsteherin. Churros y porras, por favor. Na? Gut geschlafen? Und du? Mhm. Bien, darf ich mal? Ja, klar. Naja, ich bin ein bisschen aus der Übung, aber da, siehst du? Das Problem ist immer das gleiche. Die Balance zwischen Licht und Schatten. Verstehe. Ich find's richtig gut. Süß oder salzig oder beides? Egal. Gracias. Der erste Happen schmeckt jedes Mal wie der allererste. Churros, die gab's früher bei uns immer nur am Sonntag. Waffeln. Bei uns gab's sonntags Waffeln. Mmh. Oh, von mir ist es jeder Tag ein Sonntag. Ja, ja. Also meine Oma hat die früher immer nach der Kirche gemacht. Das ist jetzt nicht so meins, Kirche. Die meisten Spanier sagen, dass sie katholisch sind, aber mehr als die Hälfte von denen geht eh nie zum Gottesdienst. Sag mal, machst du das eigentlich gerne, Taxifahren? Es geht so. Also, das hat sich irgendwie so ergeben. Ich habe das Taxi von meinem Opa geerbt. Wir sind früher damit stundenlang einfach so durch Sevilla gefahren. Aber wenn es nach mir ginge, würde ich eigentlich lieber nur noch tanzen. Eine eigene Tanzschule. Hm? Und du, Pia aus Leipzig? Du hattest ja gestern ein ganz schönes Abenteuer mit dem Diego, oder? Ja. Also, diese Zwangsräumungen sind ihm ein richtiges Anliegen. Hm. Ich glaube nicht nur die. John hat er dich ja recht schnell vergessen lassen, oder? John who? Wir fahren übrigens gleich noch nach Ronda, Diego und ich. Er will sich da mit dem Besitzer von dem Wohnhaus treffen, hier aus Cadiz. Erzähl mal. Ja, nix. Der wohnt halt in Ronda und Diego will mit ihm verhandeln. Er will ihm das Wohnhaus abkaufen. Diego will ihm das Haus abkaufen? Der hat doch gar kein Geld. Wie will er das denn machen? Der kann sich gerade so über Wasser halten mit seinen Jobs als Handwerker und als Übersetzer. Ich weiß nicht. Er sagt, bei einem guten Preis, da kriegt er vielleicht einen Kredit von der Bank. Diego kriegt einen Kredit bei der Bank. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Diego als Besitzer statt Besetzer. Tja. Ja, und du? Fährst du heute noch nach Sevilla zurück? Nee, ich bleib noch einen Tag. Okay, dann sehen wir uns heute Abend. Ja? Ja. Bis heute Abend. Bis heute Abend. Das ist Puente Nuevo. So neu sieht die aber nicht aus. Es gibt auch zwei andere Brücken. Puente Árabe und Puente Viejo. Aber die ist die spektakulärste, Puente Nuevo. Sie verbindet den Mercadillo con la Ciudad. Also die maurische Altstadt mit der christlichen Neustadt. Verstehe. Mhm. Ronda, la Ciudad Blanca. Die weiße Stadt? Sí. In der Antike wurde sie Asinipo genannt.
Dann kamen die Mauren im 8. Jahrhundert und nannten sie Isna Randa Onda. Isna Randa Onda. Die Burgstadt. Ich muss jetzt langsam los. Aber du musst dir auf jeden Fall La Plaza de Toros anschauen. Eine der ältesten und der schönsten. Stierkampfarenen. Ich weiß nicht. Ich weiß, das ist ein großes Ding bei euch mit dem Stierkampf. Und alle haben den ästhetisierten Todeskampf bewundert. Goya, Picasso, Hemingway, aber... Die großen Matadores. Pedro Romero, El Cordobés, Manolete. Eine tragische Liebesgeschichte. Ja, mag sein. Aber ich bin grundsätzlich gegen Tierquälerei. Schade. Ich dachte, wir könnten uns später einen illegalen Hahnkampf anschauen, ein bisschen Geld wetten. Geh du mal zu deinen Verhandlungen. Du sollst dir keinen Stierkampf anschauen, sondern die Arena. 1785, spanische Baukunst. Ich überleg's mir. Du wirst es nicht bereuen. Zwei Stunden, Quesa de Parcent, am Brunnen. Viel Glück. Gott. Dress. You're a target for the bull. Wie bitte? Das rote Kleid. Sie sind eine Zielscheibe für den Stier. Ach so, ja. John? Ja? Du hier? Warst du denn am Leuchtturm? Ja, ja. Und ob? Du? Ich habe 3 Stunden gewartet. Ich war 4 Stunden und 14 Minuten zu spät. Mein Flieger ist ausgefallen und dann musste ich auf die nächste Maschine warten. Es tut mir leid. Nein, ich habe wohl zu früh aufgegeben. Jetzt treffen wir uns hier. Das ist incredible. Krass, echt krass. Und jetzt? Moment. Das ist ein Talisman der Maori. Habe ich extra für dich anfertigen lassen. Vom besten Künstler Neuseelands, wenn ich das mal behaupten darf. Das ist der Mann meiner Mutter, also der zweite Mann. Nicht der erste, das war mein Vater. Also die haben sich getrennt. Oh. Ja, und als ich 3 war, da hat meine Mutter mich nach Neuseeland verschleppt. Was rede ich denn hier? Es ist alles gut. Ich erzähl weiter, ich bin neugierig. Später. Das hat alles Zeit. Darf ich? Ich habe gar nicht gemerkt, wie oft ich an dich gedacht habe. Bis ich gemerkt habe, dass ich die ganze Zeit an dich gedacht habe. Ohne es zu merken. Das ist ganz schön kompliziert, hä? Sieht's gut aus? Wollen wir? Warst du schon immer so groß? Warst du schon immer so hübsch?
der Plaza Duquesa de Pacenta soll es sehr gute Tapas geben. Plaza Duquesa? Ja, das Handy sagt, wir sind jeden Moment da. Nee, das ist viel zu voll da. Das ist Touristenfalle. Selfie-Stick-Gemetzel, Sandalen mit Socken. Oh, na, das geht gar nicht. Eben. Und ich meine, Tapas finden wir hier an jeder Ecke. Wir sind ja in Spanien. Ja, Wahnsinn, oder? Du und ich zusammen in Spanien. Aber was machst du jetzt eigentlich auf einmal hier in Ronda? Ja, irgendwas musste ich ja machen. Genau. Aber jetzt erzähl doch du mal, was du die ganze Zeit gemacht hast seit unserer ersten Begegnung. Oder nein, erzähl mir alles. Ich weiß ja eigentlich gar nichts über dich. Ich weiß ja auch gar nichts über dich. Ach so, okay. 42 Jahre, 1,86 groß, Schuhgröße 45, Sternzeichen Wassermann. Jetzt du. Steinbock. Mein Vater liegt total viel dran, dass ich Ende des Jahres unser Unternehmen übernehme. Ja, damit das Lampenimperium Beck in der Familie bleibt. Ja, es gibt niemand außer mir. Was wäre denn die Alternative? Seine oder meine? Deine. Wäre gewesen. Kunst. Aha. Mhm. Akademie Royale in Brüssel, da habe ich studiert. Aber? Aber meine Mutter hatte einen Herzinfarkt und ist gestorben. Oh. I'm sorry. Ja. Naja, und dann musste ich natürlich wieder nach Hause zurück und mithelfen. Ja. Ist alles nur vorübergehend, Pia. Das war mein Mantra. Schnitt. 9 Jahre später. Wir haben 6 Angestellte, einen Geschäftsführer. Ich habe ein abgebrochenes Kunststudium. Bin kreditwürdig, zahle rechtzeitig meine Steuern und wohne in einem schicken, gentrifizierten Stadtteil. Sorry, das war ein bisschen viel Info auf einmal. Nein. Naja. C'est la vie, oder was soll ich dazu sagen? Shit happens. Gracias. Gracias. Naja, und mein Vater will jetzt seinen Lebensabend genießen, bevor es zu spät ist. Auf Rügen, an der Ostsee, da hat er eine Datscha und eine nette Nachbarin und sein Segelboot. Hm, dann sollte ich deinen Vater mal kennenlernen. Hm, wieso? Ich kenne mich ganz gut aus mit Segelbooten. Naja, gib dir seine Nummer. Hast du ein Foto? Von meinem Vater. Nein, von seinem Boot. Ach so, na klar. Na, ne? Hier. Oh, schön. Pegasus First. Länge 8 Meter, 1,40 Tiefgang. Segelfläche 36 Quadratmeter. Damit kommt man ganz gut rum. Ja. Schweden und Dänemark und dieses Jahr Finnland. Mhm. Mhm. Hier, ich zeig dir mal mein Boot. Oh. Oh, schon so spät. Hast du noch was vor? Ja, ich hatte mir eine Massage gebucht, weil ich mir im Flugzeug den Nacken verrenkt. Weißt du, so eingenickt. Oh, kenne ich. Hier oben? Ja. Oh, sorry. Vielleicht gehst du doch besser zum Profi. Ich warte hier. Stunde? Ja, Stunde sollte reichen, um das alles zu regeln. Mit dem Nacken. Das da drüben war früher Rondas Gefängnis. Heute das Rathaus. Ist nicht so gut gelaufen? Alles geldgierige Ausbeuter und Erpresser. Stecken alle unter einer Decke. Die vom Rathaus und die Eigentümer, die ganze Bande. Hm. Was ist passiert? Mein Angebot hat ihn amüsiert. Dieser kapitalistische Halsabschneider verlangt das Dreifache für das Wohnhaus in Cadiz. Das ist nicht fair. Selbst wenn irgendeine Bank mir das Geld geben würde, ich müsste genauso hohe Mieten verlangen wie die da. Das ist doch nicht Sinn der Sache. Vielleicht sollten wir denen mal die Schlösser austauschen, ne? Was ist das?
wohl heute nicht mein Tag. Er hat so schön angefangen. Hätte ich dich bloß nicht in diese Arena geschickt. Du wirst es nicht bereuen. Sondern ich. Ja, aber du kannst ja nichts dafür. Ich auch nicht. Und John auch nicht. Ohne John wäre ich gar nicht in Spanien. Ich wäre nicht auf der Hochzeit gewesen, nicht von der Polizei gejagt worden. Ich hätte dich nicht geküsst. Oder du mich. Wir hätten nicht diese schöne Nacht miteinander verbracht. Was passiert jetzt? Naja, irgendwie fühle ich mich John gegenüber verpflichtet. Verständlich. Aber das will nichts heißen. Schon okay, du hast 6 Monate auf den Mann gewartet und gehofft, dass du ihn wieder siehst. Wenn es so ist mit diesem John, dann solltest du dich um ihn bemühen. Bemühen? Ja, ich muss eh noch einen Tag hier bleiben. Jetzt auf einmal? Ja, morgen gehen die Verhandlungen weiter unter 4 Augen. Und was mache ich? Du fährst zurück nach Cadiz mit John. Hä? Was denn? Ich werde es nicht bereuen mit John, das meinst du, oder? Deine Sachen sind in Cadiz. Und du und John, ihr habt euch bestimmt viel zu erzählen. Ist das jetzt irgendwie eine noble Geste von dir? Das könnte man ja meinen bei deinem Robin Hood-Engagement. Oder nee, du bist völlig bescheuert, mich in die Arme von einem anderen Mann zu schicken. Das ist deine Entscheidung. Und dir ist es egal? Was war das denn zwischen uns? Ein amüsanter Zeitvertreib mit der naiven Senorita aus Leipzig? Es war eine sehr schöne Nacht. Vielleicht war es nicht mehr als das. Solche Sachen passieren eben. Solche Sachen passieren? Solche Sachen passieren mir nicht, dass ich mich... Sowas passiert mir nicht so, einfach so, weil man so nämlich Menschen wehtut. Ich will dir nicht wehtun. Was willst du denn? Ich will nicht, dass du die ganze Zeit denkst, was wäre gewesen, wenn... Na? Nacken wieder eingerenkt? Ja, ja, ich kann wieder klar denken. Vielleicht sollte ich mir auch mal so eine Massage gönnen. Ah, nee, die war was Besonderes. Was gibt's hier Besonderes? Du, vor 900 Jahren, da hättest du hier deine Massage gehabt. Und wärst dabei richtig in Schwitzen gekommen. Wieso? Das hier sind die arabischen Bäder. Antikes Dampfbad. Ah ja? Der maurische König Abu Melik hat sie bauen lassen. Nee, du hast dich ja richtig schlau gemacht. Als würde man in den Kosmos gucken. Ja, stimmt. Wie das Licht eines Leuchtturms, das den sicheren Weg in den Hafen weist. Überwältigendes Licht hier. You're welcome.
unterwegs. Das geht seit 5 Monaten so. Auckland, Singapur, Hongkong, Buenos Aires. Weil die ganze Welt deine Segeljachten will. Ja. Ich hatte jahrelang auf diese Chance hingearbeitet. Schon mit dem Gedanken gespielt, aufgeben zu müssen. Aber ich wollte mich nicht damit abfinden. Ja, das verstehe ich. Wann gibt man auf, hm? Am besten nie. Auf jeden Fall nicht zu früh. Der Wind kann sich drehen, auf einmal hast du Rückenwind und plötzlich klappt alles. Es fühlt sich einfach gut an, endlich zeigen zu können, was man drauf hat. Und was macht deine Segeljachten so besonders? Sie sind schneller als der Wind. Ist denn das erlaubt? Oh. Ach, das ist mein Papa. Ich gehe da kurz ran. Ne? Ich verstehe dich nicht. Warte mal kurz. So, jetzt. Was? Nee, es ist alles gut. Es ist nichts in der Eiwolke versteckt. Ja. Nein, du brauchst das Passwort. Die Passwörter sind in Mamas rotem Buch. Und das ist im Bücherregal. Ja, genau. Zwischen Robinson Crusoe und Jules Verne. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg von Ronda nach Cadiz. Ja, nein, stopp. Ich weiß. Phönizier, Goten, Mauren, Römer, Sinti, Araber, alle sind sie durch Cadiz und wir gucken uns das auch alles an, okay? Versprochen. Kuss. Oh. Mein Papa teilt gerne sein Wissen. Der navigiert vermutlich noch mit Nordstern und Sextant, hm? Ach, für die Ostsee reicht's. Würdest du dein Kunststudium denn gern weitermachen wollen? Dafür habe ich, glaube ich, nicht mehr genug Wind in den Segeln. Das Lampenimperium verkaufen? Das bringe ich nicht übers Herz, also zumindest nicht, solange Papa noch lebt. Weißt du, ich sag ja immer, also ich behaupte das immer, dass ganz am Ende, also ganz da hinten, wenn das Licht ausgeht, dann geht ein anderes an. Weißt du, warum das so ist? Weil am Anfang eben nicht das Wort war, sondern das Licht. Tja, Kekse, wa? Ohne Licht läuft nämlich überhaupt nichts. Auf solche Gedanken kommt man im Lampenimperium in Leipzig? Ja, nicht nur da. Ich meine, hast ja eben gesehen. Wenn ich einen Raum betrete, dann sehe ich als allererstes das Licht. Andere sehen, keine Ahnung, die Möbel, die Wandfarbe, den Teppich, die Tapete. Ich sehe das Licht. Eigentlich denke ich 24 Stunden am Tag an Licht. Deswegen weiß ich auch, wo bei uns im Laden jedes Schräubchen ist, sogar besser als mein Papa. Aber ich bin natürlich auch up-to-date mit moderner Lichtkonzeption, von Design über Installationen, LEDs, Solarspeicher. Gut zu wissen. Und? Incredible. Klassische Glühbirnen. Psst, ist nur für unsere ältere Kundschaft, streng geheim. Ist ja geradezu kriminell. Tja, wer hätte das gedacht? Auf wen habe ich mich denn da eingelassen? Stille Wasser, hm? John? Ja? Ist schön hier, ne? Allerdings. Wollte noch in Ronda bleiben. Wollte. Musste. Die sind sich nie einig geworden. Mann. Wieso bin ich auch in diese blöde Stierkampfarena gegangen? In einem roten Kleid. Ich bin selber schuld an meiner Bredouille. Ach, du übertreibst. Ja. So, wieder. Das ist also John. Krass, dass ihr euch doch noch gefunden habt. Aber so richtig glücklich bist du nicht, ne? Doch, ist total nett. Richtig nett sogar. Nur blöd, dass du dich vorher in Diego verliebt hast. Alright. Ja, aber da kann ich ja nichts für. It takes two to tango. Yeah, that'd be great. Okay. John weiß nichts von Diego, oder? Nee, und ich weiß nicht, was John jetzt erwartet oder beabsichtigt.
Muss ich dir ein Bild davon malen? Nein, genau das meine ich ja. Ich will mich jetzt nicht auf irgendwas einlassen, was ich dann später wieder bereue. Oder auch nicht. Hat er dir das geschenkt? Sogar für mich anfertigen lassen. Ernsthaft? Krass. Das heißt, er hat dich nicht vergessen in den letzten 6 Monaten. Nein. Mann, es sollte eigentlich alles ganz anders sein und jetzt ist es doch so, wie es sein sollte und es passt irgendwie trotzdem nicht. Complicado. Gott, er kommt rüber. Wo soll er sonst hin? Wenn ich jetzt noch länger unvorbereitet mit dem alleine sein muss, dann kann ich nicht mehr klar denken. Kannst du dich nicht ein bisschen um ihn kümmern, nur ganz kurz? Willst du mich verkuppeln, oder was? Nein, aber ich schaff das jetzt nicht. Ich muss nachdenken. Ja, und davon kriegt man natürlich Kopfschmerzen. So, ja. Hi. Hola. Das ist... Flora. Ich bin... John. Ja. Dein Nacken? Ja, kaum sitzt man im Auto, ist die beste Massage für die Katze. Also nichts gegen dein Auto. No worries. Ein Cerveza? Hilft das? Es tut mir total leid, aber ich glaube, ich möchte jetzt gar kein Bier mehr trinken. Ich bin so müde und diese Kopfschmerzen... Ich bin gerade hellwach. Jetlag. Exactly. Aber Flora leistet dir bestimmt noch ein bisschen Gesellschaft. Oder bringt dir den Flamenco bei. Good luck. 2 linke Füße, 1 Bein länger als das andere, künstliche Hüfte, Schrauben im Knie. Ich hatte schon ganz andere Fälle. Ah, okay. Warte mal. Aber morgen fährst du mit mir nach El Puerto de Santa Maria, okay? Okay, dann können wir alles bereden. Was bereden wir? Irgendwas gibt's immer zu bereden. Mhm. Buenas noches. Hasta mañana. Ist sie richtig gut? Was, hattest du erwartet, dass ich talentfrei bin? Churro und Schokolade, mehr hatte ich heute Morgen eigentlich gar nicht erwartet. Ja, das merke ich. Darf ich? Klar. Total reduziert. Auf Licht und Schatten. Trotzdem erkennt man sofort. Nur hell und dunkel. Ja, ohne Kontraste wäre die Welt für uns unsichtbar. Und das wäre absolut bedauerlich. Hola, chicos. Flora will uns begleiten nach El Puerto de Santa Maria. Oder nicht? Ja, klar. Für was sonst hätte ich meinen Schönheitsschlaf geopfert? Es sei denn, ihr beide wollt lieber allein sein. Nee,
Quatsch, klar, super Idee. Na klar, klar kommt Flora mit. Danke, dass du mitkommst. War seine Idee. Echt? Was? Was? Nichts. Kurz pullern, dann geht's los. Sag mal, hast du eine Tablette? Heute hab ich Kopfschmerzen. Nein, nee, danke. Na, Captain, gut geschlafen? Irgend sowas in der Art muss stattgefunden haben, ja. Ich komme gleich wieder. Hast du mit ihm geredet? Nein, noch nicht. War's denn okay gestern Abend? Ja, total. Er ist begeisterungsfähig, er redet in ganzen Sätzen, er isst mit Messer und Gabel. Ich glaube, er würde sogar einer Frau die Tür aufhalten. Begeisterungsfähig? Für was? Boote. Er baut Segelboote. Hm. Klar, Segelboote. Wow, das ist sie. Genau, Victoria, das Ferdinand Magellan. Das erste Schiff, das historisch belegt um die Welt gesegelt ist. Aber doch nicht in der Farbe, oder? Das geht ja gar nicht. Ey, schwarz ist das neue Schwarz. Das kleine Schwarz? Ja, aber es ist ein Nachbau. Original, 1:1 Originalgröße. Die anderen Schiffe der Magellan-Flotte, die waren auch nicht viel größer. Sind unterwegs auf der Strecke geblieben. Wie Senior Magellan selbst übrigens auch. Dann passt es aber wieder. Ich finde, es hat was von so einem Bestattungsboot. Magellan war Portugiese, aber zu Ende gebracht hat die Reise in Spanier. Juan Sebastian Elcano. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. 1519 in so einer Nussschale über den Atlantik. Runter nach Feuerland, in den Pazifischen Ozean, durch den ganzen Pazifik zu den Philippinen. Und zu den Gewürzinseln, den Molukken. Ja, und dann nicht wie geplant wieder zurück, sondern weiter gen Westen, nach Afrika. Um Südafrika rum, zurück in den Atlantik, rauf nach Spanien. Einfach um die ganze Welt, ohne GPS. Mit lauter stinkenden Männern an Bord und ohne Toilette und ohne Vitamin C. Ja, aber vor allem einfach so in die Terra Incognita, ins vollkommen Unbekannte, ohne zu wissen, wo man landet oder wie lange man unterwegs sein wird. 2 Jahre, 11 Monate und 2 Wochen. Dein Vater teilt wirklich gern sein Wissen, ne? Ja. Kommst du rauf? Super. Und das war der Beweis, dass die Erde keine Scheibe ist, von der man am Horizont einfach runterfällt, sondern dass sie rund ist wie eine Kugel. Ja, aber diese Kugel hatte die katholische Kirche sich schon schön in 2 Hälften aufgeteilt. Der Osten gehörte Portugal und der Westen gehörte Spanien. Krass. Ja. Mhm. Von den 248 Männern, die mitgefahren sind, haben gerade mal 18 die Reise überlebt. Darunter auch ein gewisser Hans Bage aus Aachen, der dann aber im Kerker von Sevilla gestorben ist, weil er an einer Meuterei teilgenommen hat. Normalerweise wurden Meuterer einfach geköpft oder gehängt und über Bord geworfen. Naja, Hans im Glück war Hans Bage aus Aachen trotzdem nicht. Krass, die Besatzung. Alle dabei. Spanier, Portugiesen, Franzosen, Engländer, Norweger, Deutsche, Holländer, Belgier. Ist ein bisschen wie in der Champions League. Kein Neuseeländer? Nee, kein Neuseeländer. Na los, komm rüber. Nee, ich hab lieber festen Boden unter den Füßen. Du wirst seekrank. Nobody's perfect. John, machst du mal ein Foto von mir? Anything you want. Danke. Ja. Papa wird sich freuen. Hm. John? Ja? Ich wollte dir noch was sagen. Ja? Kommst du mit unter Deck? Was ich dir sagen muss, mach du doch. Ich warte vorne bei Flora. Okay. Ich werde mich mal inspirieren lassen von den alten Schiffsbaumeistern. Viel Spaß. Du musst mit ihm reden. Was soll ich ihm denn sagen? Die Wahrheit? Ja, klar, nichts einfacher als das. John ist so anders als Diego. Er weiß, was er will. Er kommt mit der Welt zurecht, so wie sie ist. Also zumindest kämpft er nicht die ganze Zeit dagegen an und ist mit sich selbst im Reinen und begeisterungsfähig. Hm. Er sieht gut aus, er ist erfolgreich. Was willst du an dem nicht mögen? Ich mag den ja. Aber ich mag auch Diegos Kraft und Engagement und
Der brennt für eine bessere Welt. Und der packt genau da an, wo man was tun kann, das verändern. Oh, ich weiß nicht, ob ich Diego gewachsen bin. Ich meine, der verunsichert mich und er fordert mich raus. Und das bringt mich total aus der Balance. Denn wir brauchen die Diegos dieser Welt, aber wollen wir sie in unserem Leben? Ich meine, guck mal, John ist hier. Der ist um die halbe Welt gereist. Das will was heißen, ne? Ich will das verlassen. Und wo ist Diego? Eigentlich hatte ich Diego quasi in die Arme von John geschickt. Ja. Okay, pass mal auf, Pia. Mach's mal locker. Okay. Also, Haltung. Spannung. Was denn jetzt? Locker oder Spannung? Psst. Wow. Siehst du? Darauf kommt es mich an, dass jemand dein Herz nimmt und in die andere Richtung reißt. Weißt du? Ist das gut für deinen Nacken? Nein. Hast du Inspiration gefunden für deine Segeljachten? Naja, also eher so, wie man es nicht macht da unten. Es gibt ja nur das Allernötigste. Ansonsten ist es ziemlich unkomfortabel, dunkel, eng. Naja, Lichtdesign und Komfort stand wahrscheinlich nicht auf Senior Magellans Prioritätenliste. Eher nicht. Könntest du sicher besser. Habt ihr Lust, noch mal aufs Boot zu gehen? Nicht so gerne. Ja, komm. Vamos. Das, John. Komm schon. Nee, lass. Sonst ist die Batterie alle, dann geht gar nichts. Shit, das wird nichts. Ja. Geht nicht mehr. Tut mir leid. Wir müssen warten, bis der Regen vorbei ist. Und? Welche kulturhistorische Exkursion steht morgen auf unserem Programm? Marseille? Frankreich? Ja, ich muss morgen nach Marseille und dann weiter nach Cannes und Nizza. Wie, du musst weiter? Für die jährlichen Bootsausstellungen. Hä? Ist das hier nur eine gelegene Zwischenstation für dich? Wie kommst du denn darauf? Naja, arbeitest du hier nur deinen Terminkalender ab oder was? Die Idee war... Aber was ist denn mit uns? Ich hab gedacht, wir... Ja, was hast du gedacht? Nichts. Aber das nicht. Dann lass ihn doch mal ausreden. Ich dachte, du kommst vielleicht mit. Ganz spontan. Recherchieren für Lichtkonzepte oder sowas. Für Segelboote. Nach Marseille. Wir hatten doch sowieso nichts geplant. Nichts Konkretes. Außer, dass wir uns am Leuchtturm von Gibraltar treffen. So, einfach so mitkommen. Ja. Was hindert dich daran? Naja, weil ich darüber nachdenken muss. Mann, Pia, ey. Von deiner Nachdenkerei kriege ich ja schon Kopfschmerzen. Du kannst nicht alle Fehler vermeiden, indem du vorher stundenlang drüber nachdenkst. Tun und dann verstehen. Ja, dann fahr du doch mit ihm nach Marseille. Er will aber mit dir fahren. Warst du schon mal in Marseille? Côte d'Azur? Nee. Auf meine Kosten. Du kannst auch von dort nach Hause fliegen. Es tut mir leid. Ich bin einfach ein bisschen... überrascht, weil das gerade alles so viel auf einmal ist. Und nein, es tut mir leid. Ich hätte das vorher erwähnen sollen. Nein, passt schon. Ich wusste ja nur nicht, wie wir beide uns verstehen würden. Ja, klappt ja eigentlich ganz gut, ne? Ja, finde ich auch. Ich auch, weil das irgendwen interessiert. Okay, klar, ich begleite dich. Nach Marseille an die Côte d'Azur. Wie das schon klingt, Côte d'Azur. Wow, great. Du wirst es nicht bereuen. Versprochen. Voilà. Mach ich. Na dann, vamos.
KGB weg. Oh, was ist denn da los? Warten die auf uns? Sieht ganz so aus. Sie wollen mich. Wieso? Meine Taxilizenz ist abgelaufen. Ich habe vergessen, sie zu erneuern. Was? Seit wann? 3,5 Jahre. Was? 3,5 Jahre vergessen? Hola, ¿qué tal? Vía weg? Sí. Señora Beck, tenemos una orden judicial contra usted por robo y daño a la propiedad. Queda provisionalmente detenida. Acompáñeme a comisaría. Krass. Du wirst gerade verhaftet. Ich? Das ist bestimmt wegen dieser Sache mit... Ich kümmere mich um deinen Anwalt. Ich habe keinen Anwalt. Noch nicht. Was ist denn hier los? Flora, erklärst du es ihm bitte kurz? Ich werde gerade verhaftet. Ich wurde noch nie verhaftet. Du warst doch noch nie in Marseille. Ich erklär's dir. Alles? Alles. Alles? Ja, alles. Es hilft ja nichts. Es tut mir leid, John. Du hast zu viele Krimis gesehen. Ich glaube, mir wird übel. Okay, atmen, brav lächeln und immer nur ich Deutsch, ich nichts verstehen. Was sollst du mir sagen? Das da. Das sind Sie, Signora Beck. Hm? Aber eindeutig, das sehen Sie doch selbst. Ich frage mich, was haben Sie dort gemacht? Und wer ist diese andere Person da? Ich weiß genau, wer das ist, aber ich will es von Ihnen hören. Was haben Sie gerade dort zu suchen? Erst sind Sie auf einer Hochzeit und dann hier. Tranquilo, Raimundo. Das war doch ein schönes Hochzeitsfest, cierto, nicht wahr? Cierto, 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 cierto. Aber leider gibt es hier nichts zu feiern. Besteht irgendein Grund, den Urlaub dieser jungen Dame zu ruinieren? Hm? Sehr schön, Sie wiederzusehen, Pia. Ich bin hier als Ihr Abogado. Ihr Anwalt, ich wurde gebeten, Ihnen in dieser unangenehmen Bagatelle beizustehen. Un momento, por favor. Immerhin versuche ich hier eine kriminelle Straftat zu klären mit der Kooperation von Signora Beck, die auch einer der Verdächtigen ist. Und wo und wer ist der andere maßgeblich Verdächtige? Den versuchen wir mit Signora Becks Hilfe ausfindig zu machen. Fragen wir doch Signora Beck. Meine Klientin wird ihre Aussage verweigern, das weißt du, Raimundo. Wie meine Beamten bestätigen, war Signora Beck mit dem anderen Verdächtigen in einer äußerst riskanten Verfolgungsjagd verwickelt durch unser nächtliches Cadiz. Und? Sie konnte entkommen. Gelastima, no? Mhm. Sind Ihre Urlaube immer so abenteuerlich, Pia? Nicht mit Absicht, ja. Mia amiga. Ja, im besten Fall kommen Sie mit einer Geldbuße davon und im schlimmsten Fall kommt es zu einem Gerichtsprozess. Naja, so kommst du wenigstens wieder nach Spanien für ein paar Tage. Der Kommissario ist bereit, ein Auge zuzudrücken. Allerdings, wenn Sie dazu bereit wären, die Identität Ihres Komplizen zu identifizieren. Diego an den Kommissario ausliefern? Nein, niemals. Ich muss ihn warnen. Aber wie? Sein Handy ist aus. Wahrscheinlich, weil er weiß, was ihn in Cadiz erwartet. Sie sollten vorsichtig sein, Pia. Diegos Aktionen sind dem Kommissario schon lange ein Dorn im Auge. Ja, das habe ich gemerkt. Ich meine, wir alle schätzen Diegos soziales Engagement sehr. Aber er provoziert den Stadtrat, den Bürgermeister, die Grundstücksmakler und die Hausbesitzer. Ja, aber für einen guten Zweck. Aber inzwischen benimmt er sich wie ein Krimineller. Das kann sich der Kommissario natürlich nicht gefallen lassen. Und er kriegt Druck von oben. Hm? Um sich zu beweisen und die Gunst der einflussreichen Bürger zu gewinnen, muss er diesem andalusischen Robin Hood endlich das Handwerk legen. Obwohl seine eigene Schwester aus ihrer Wohnung geworfen wurde. Unser Kommissario möchte unser nächster Alcalde werden, Bürgermeister. Deswegen steckt er in einem emotionalen, bürokratischen... Bredouille. Wir würden Dilemma sagen. Damit kennt Pia sich ja ganz gut aus, oder? Bien. Ei, ich muss los. Meine Boss erwartet. Ich will Sie nicht jetzt schon enttäuschen. Danke, Salvador. Danke. Wir fliegen morgen zu unserer Luna de Miel. Den Honeymoon. Und das sollte durch nichts verhindert werden. Versprochen. Gut. Du bist ja jetzt soweit eigentlich auf dem Laufenden, ne? Außer du willst noch was ergänzen? Das will sie auf jeden Fall. Und ich guck, wo Diego steckt. Thank you.
also was Ernsteres mit diesem Diego? Wenig Aussicht, dass du mich nach Südfrankreich begleitest? Wenig bis gar keine Aussicht. Weißt du, solange die Angelegenheit mit Diego nicht geklärt ist, kann ich hier nicht weg. Willst du hier nicht weg? Du machst dir Sorgen um ihn. Weil du ihn liebst? Das will ich rausfinden. Behalt ihn. War trotzdem schön, oder? Wäre bestimmt noch schöner geworden. Vielleicht trifft man sich ja mal wieder zwischen zwei Flügen. Keine falschen Hoffnungen. Warst du schon mal hier bei Diego? Das ist schon länger her. Als ihr zusammen wart. Du hast es gewusst? Das gerade eben nicht. Du Fuchs. Hat er dir das Herz gebrochen? Nein. Du ihm? Traust du mir das nicht zu, oder was? Du hast es dir selber gebrochen. Wir waren nur einen Sommer lang zusammen. Da war er noch mit dieser Theatergruppe unterwegs und wir waren zusammen auf Tour. In sämtliche Dörfer in ganz Andalusien abgeklappert. Und? Es war ein schöner Sommer. Aber für mich hat es nicht gepasst mit Diego. Da! Da sieht der Diego. Diego? Sieht nicht so aus. Oh Mann, ey. Irgendwo muss er doch sein. Hier lässt sich's aushalten, ne? Ja, wenn man gerade nicht vor der Polizei auf der Flucht ist. Das Haus gehört Carmelitas Eltern. Die lassen Diego umsonst hier wohnen. Salvador schreibt, Diego geht zur Polizei. Er will sich freiwillig stellen. Was? Nein? Wieso das denn? Salvador soll da sofort hinfahren. Bin eingecheckt am Flughafen in Sevilla. Mucha suerte. Sei mal. Honeymoon. Mist. Geht's ein bisschen schneller, Flora? Na gut. In seiner offiziellen Aussage bestätigt Senor Navarro wörtlich: Ich, Diego Maria Navarro, bin allein verantwortlich für die besagte Straftat. Besagte Biabek aus Leipzig hatte mit diesem Vergehen nichts zu tun. Gezeichnet. Das ist Tatsachenverfälschung. Hier? Das entspricht weder dem Sachverhalt noch der Wahrheit. Genießen Sie einfach Ihren Urlaub, Senor Beck. Aber das Überwachungsvideo beweist doch, dass ich dabei war, eindeutig. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Ich will verhaftet werden. Sie sind von jeder Schuld entlastet. Ich will aber in Gewahrsam genommen werden. Das ist absurd. Niemand will freiwillig verhaftet werden. Doch ich. Ich bestehe auf mein Recht, inhaftiert und meiner Freiheit beraubt zu werden. Das Recht gibt es gar nicht. Lass den Blödsinn, Piel. Mitgehangen, mitgefangen. Was haben wir beide davon? Na ja, Gerechtigkeit. Die ist dir doch so wichtig, Gerechtigkeit. In diesem Falle weniger. Aber Gerechtigkeit ist doch keine Tapas-Bar, Mann. Mal ja, mal nein, mal mehr, mal weniger, mal mit, mal ohne. Vergleichst du gerade Gerechtigkeit mit Tapas? Das ist absurd. Mhm. Ostia, sag doch was. Bring sie zur Vernunft. Kann ich nicht. Warum nicht? Weil sie recht hat. Wollen Sie etwa auch verhaftet werden? Ihre Zelle ist doch viel zu klein. Vorsicht. Jetzt nicht frech werden. Sonst gibt's gleich eine Anzeige. Weil ich meine Meinung gesagt habe? Entschuldigung, aber die Zeiten sind echt vorbei. Weil ich Ihr Fahrzeug aus dem Verkehr ziehen kann. Ihre Personenbeförderungserlaubnis ist nämlich nicht auf dem aktuellen Stand. Das ist gesetzeswidrig und fahrlässig. Ich wollte eh aufhören. Mich hat Flora unentgeltlich befördert.
Von Sevilla nach Cádiz ohne Bezahlung? Ja. Warum sollte sie das tun? Weil sie meine Freundin ist. Mi amiga. Hm. Nein! Ihre Straffälligkeit klären wir später, Señora Martinez. Die Anzeige gegen Diego Maria Navarro besteht. Die Staatsanwaltschaft ist informiert und der Haftrichter erwartet uns, um den Gerichtstermin festzulegen. Vamos! Alto! Ich erstatte Anzeige. Gegen Sie! Gegen mich? Wegen Unvermögen und Veruntreuung. Dagegen kann man keine Anzeige erstatten. Unvermögen, der Wahrheit auf den Grund zu gehen und Veruntreuung meiner Gleichberechtigung. Weil ich sie nicht verhaften will? Ja. Ich entscheide, wer, warum, wieso, weshalb verhaftet wird. Und damit basta! Ach komm, Pia, lass den Unsinn. Wer hat hier die Tatsachen verfälscht? Ich habe nichts verfälscht. Du hast verschwiegen. Du hast die Wahrheit verschwiegen. Ich habe sie hinausgezögert, ja. Und es tut mir auch leid, aber ich wollte nicht alles noch komplizierter machen und vermasseln. Mit mir? Oder mit... Mit dir, du Dickschädel. Und was ist mit John? John? Ja, John. Wer ist John? Und was? Psst. Jetzt wird's interessant. Nichts ist mit John. Okay? Absolut nada. Nichts. Doch, ja. Also doch. Ja, doch. Papa, ich kann jetzt gerade nicht telefonieren, okay? Aber wir müssen reden über alles. Nee, nicht jetzt. Später. Tschüss. Wo waren wir? John! Ah ja, genau. Du und, John, ja, er kann uns helfen. Helfen? Ja, er muss uns helfen. Uns? Mir, okay? Mir ganz allein. Ich muss ihn nur... Ich habe seine Handynummer immer noch nicht. Wie vor 6 Monaten. Scheiße! Er ist gerade auf dem Weg zum Bahnhof. John? Ja, John. Aha. Für den Schnellzug nach Madrid zum Flughafen. A las 11:22 horas. Er fährt um 11:22 Uhr. Vergiss es, Pia. Quer durch die ganze Stadt? Das schaffen wir nie. Doch, Sie. Ich? Was? Sie sind ein nobler Mann, der seine bürgerlichen Pflichten wahrnimmt, um seinem Amt gerecht zu werden. Aber gerecht ist es nicht, was Ihrer Schwester widerfahren ist, oder? Wollen Sie wirklich der lange Arm des Gesetzes sein für eine Gesellschaft, die gute Menschen wie Ihre Schwester mit ihrem Hab und Gut und ihren Kindern auf die Straße setzt, während woanders Banker sitzen, die Finanzkrisen herbeiführen und sich trotzdem immer wieder sanieren? So kann es doch nicht weitergehen. Ich meine, irgendjemand... Nein. Jemand muss etwas dagegen unternehmen. Sie können etwas dagegen unternehmen. Das ist Ihre Chance. Sie wollen doch Bürgermeister werden. Schauen Sie, die Stimmen der kleinen Leute. Damit werden Sie die Wahl gewinnen. Und darum frage ich Sie, Raimundo Hernández, für welche Seite schlägt Ihr Herz? John wird sich darauf einlassen. Er hat ja nichts zu verlieren. Sicher hat er schon verloren. Señora, por favor. Das macht unsere Chancen aber nicht besser. Señora, por favor, un poquitito más rápido. Será posible? Pena. Será posible? Un poquitito más. Was ist denn jetzt? Vamos! Muchas gracias, señora, ya? Muchas gracias. Die Sache mit meiner Taxilizenz. Ich habe keine Ahnung, wovon Sie reden. Gracias. De nada. May I have your attention, please? Would a gentleman with the name of John from New Zealand, please, come to the information desk? Señor John, please, come to the information desk.
Signor John? Yes, that's me. John! Da! John! Was machst du denn hier? Oh Gott, ich bin so froh, dich zu sehen. Ja, ganz schöner Aufwand. Ja, sorry, ging nicht anders. Willst du jetzt doch mitkommen? Nein, das nicht. Hola, ich bin Diego. Ich weiß. Ich bin John. John, weißt du noch, als wir zwei zusammen... Hallo, Flora. Hola, John. Die arabischen Bäder, John. Weißt du noch? Ja. Genau, und da standen wir doch unter diesem gewölbten Dach mit diesen Oberlichtern, mit diesen sternförmigen und diesen fantastischen Lichtstrahlen. Pia, mein Zug kommt in 4 Minuten. Ja. Okay, für deine Segeljachten, da brauchst du doch ein Lichtkonzept. Ja. So, und da möchtest du doch gerne eine Balance aus klassischem Ambiente, optischer Qualität und technischer Effizienz. Ja, möchte ich das? Ja, das möchtest du. Ein indirektes Lichtkonzept. Pass auf. An den Oberkanten der Kajüte ringsrum Luken aus Plexiglas. Innen alles weiß, das reflektiert das Tageslicht für ein helles Arbeitslicht. Abends warmes, weiches Licht. LEDs ist nicht ganz so romantisch wie diese Glühbirne, von der ich gesprochen habe, aber es sorgt trotzdem für eine Atmosphäre von Wärme und Geborgenheit. Unten an den Bodenkanten und an den Treppenstufen Lichtleisten. Das sorgt für Bewegungssicherheit. Wegen Salz und Korrosion keine mechanischen Teile. Alles wird aktiviert über Berührungsschalter. Die Stromversorgung. Ausfahrbare Solarsegel an Deck. Unter Deck Solid-State-Batterien. Die werden durch die Solarzellen aufgeladen. Aber Solid-State-Batterien? Nein, bis deine Segeljachten fertig sind, ist die Solid-State-Batterie schon längst auf dem Markt. Ich weiß, ich habe keine Erfahrung auf dem Gebiet, aber ich will dir beweisen, dass ich die Beste bin. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Ich auch. Ich will auch zeigen, was ich drauf habe. Weißt du, ich will auch diese Herausforderung, weil ich es mir absolut zutraue. Pia. Unterbrich mich jetzt bitte nicht. Ich werde mich nämlich von unserem Lampenimperium in Leipzig zurückziehen. Ich habe es meinem Papa noch nicht gesagt und irgendwie müssen wir eine Lösung dafür finden. Aber das wird schon klappen. Und ich brauche den Job bei dir, um das Wohnhaus zu finanzieren hier in Cadiz. Das will ich nämlich kaufen. Pia. Okay. Ich glaube, er hat schon Ja gesagt. Ja? Ja. Hast du? Yes, of course. Echt? Ja, ich wollte sogar genau das vorschlagen. Und bei dieser ganzen Aufregung um diesen Diego da, da dachte ich, die Chance wäre schon vorbei. Hab ich nicht gesagt? Jen ist okay. Aber im Herbst, da kommst du mit mir auf die Bootsmesse in Rotterdam. Da musst du auf jeden Fall mitkommen, okay? Klar, versprochen. Gut. Sag mal, John, wie heißt du eigentlich so richtig mit allem drum und dran? Johannes Meyer Cooper. Pia Beck. Aus Leipzig. Hier. And don't lose it, okay? Las puertas cierran. Okay, genug der Sentimentalität. Der Mann muss schließlich zum Zug. Mhm. Hast du denn alles, was du brauchst? Wasser, ein Sandwich, was zu lesen, eine Begleitung. Jetzt? Nach Marseille? Mhm. Ich mag sehr spontan und abenteuerlich. Yes, that would be nice. Okay, ich wäre dabei. Solange es dich auf dem Boot oder auf dem Wasser stattfindet. No problem. Ich glaube, ich habe wirklich was verpasst. Ich hoffe, du meinst nicht den Kurs. Flora dann ihre eigene Escuela de Flamenco. Escuela. Escuela. Ja. Und da? Da unten kommt die Kita rein. Kita? Kindertagesstätte. Für unsere Kinder. Langsam. Und kein Lampenimperium? Nee. Kein Lampenimperium weit und breit. Also du hast mit deinem Papa gesprochen. Ja. Alles in trockenen Tüchern. In trockenen Tüchern? Eingetütet. Was für Tüten?
Sag mal, meinst du, das wird was? Mit Flora und John? Echt jetzt? Was?